Hey und hallo, willkommen der Männerhöhle, Zeit für ein neues Video und schön, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, heute das Video wird sich komplett und total von allen anderen Videos unterscheiden, denn ich habe mir ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Was soll ich sagen? 4 Jahre Männerhöhle, 15.000 Abonnenten, mir fehlen die Worte. Ich habe mir überlegt, wir machen so einen kleinen Rückblick, gibt auch ein bisschen was zu gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst. Hi, ich grüße dich und schön, dass du da bist zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal Männerhöhle. Ich bin Andreas und ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich jetzt loslegen soll und wie ich dieses Video starten soll und beginnen soll. Denn es wird auch inhaltlich etwas ganz anderes werden und hat es so in der Form hier auf dem Kanal auch noch nicht gegeben. Und ja, deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Aber jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, ja, was hast du denn vor? Was passiert heute hier? Wie soll das Ganze aussehen? Fragen über Fragen. Und genau, fangen wir mal vorne an. Also, im Endeffekt, es gibt 2 Jubiläen zu feiern. Und wenn wir mal mit dem ersten anfangen wollen, der Kanal Männerhöhle ist 4 Jahre alt geworden. Also genau, ich habe den Geburtstag ein bisschen verpasst. Das muss ich ehrlicherweise auch dazu sagen. Und zwar war es im Oktober soweit. Da war, ich glaube Ende Oktober, da hatte ich irgendwie das erste Video, also im Jahr 2018, das erste Video so hochgeladen. Und ja, da natürlich noch völlig unbeholfen, so die ersten Schritte vor der Kamera. Ich blende euch mal ein paar Szenen ein. Das Video gibt es natürlich auch noch auf dem Kanal zu sehen, aber ja, es war schon eine Sache für sich in so einer Garage ohne großartige Ausstattung. Und da habe ich da auch noch mit dem Handy gefilmt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, war auf jeden Fall spannend, so ein bisschen die Anfänge des Kanals. Und als mir dann jetzt vor ein paar Wochen mal bewusst wurde, hey, warte mal, das Ganze ist jetzt schon 4 Jahre alt, also irre. Ja, mittlerweile sind es 168 Videos auf dem Kanal. Dieses hier ist das 169. Und ja, da ist in den letzten 4 Jahren ja echt schon eine ganze Menge passiert. Und es wird aber auch noch eine ganze Menge passieren. Ich habe so viele Ideen, die, ich weiß gar nicht, wann ich die alle umsetzen soll. Also 4 Jahre Männerhöhle, das ist ja schon mal was und auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Der zweite Grund, der kam jetzt vor ein paar Tagen dazu und ja, der freut mich wirklich sehr. Und zwar 15.000 Abonnenten hier auf dem Kanal Männerhöhle. Ich bin sprachlos, ich bin baff, ich bin glücklich, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich kann es nicht fassen. Also, das soll jetzt nicht gestellt wirken, abgedroschen klingen oder irgendwie, ja, der sagt das jetzt nur so, ich bin wirklich happy und wirklich glücklich. Ich sage das ja auch immer mal wieder in diesen monatlichen Updates im Stand der Dinge, da erzähle ich ja mal ein bisschen was und begrüße auch die neuen Abonnenten auf dem Kanal und diese Zahl, die steigt seit diesen 4 Jahren halt eben an und ich bin, ja, ich kann es nicht fassen, dass wir jetzt mittlerweile 15.000 Abonnenten sind. Also vielen Dank an alle Abonnenten, aber auch an alle Zuschauer, die vielleicht noch nicht auf Abo geklickt haben. Kann sich ja vielleicht noch ändern, wer weiß, würde mich freuen. Nein, aber dass die Community mittlerweile so groß geworden ist und dass so viele Zuschauer da sind, das macht wirklich Spaß. Das ist natürlich auch für einen YouTuber schön, wenn das Ganze dann wächst und man merkt, okay, die Videos, die man produziert, und da spreche ich, glaube ich, für alle YouTube-Kollegen, das kostet halt schon ein bisschen Arbeit, auch viel Zeit und manchmal auch Geld. Wenn das dann auf diese Art und Weise wertgeschätzt wird. Das tut uns YouTubern gut und deswegen vielen Dank, dass ihr so gut zu mir seid und dass es mittlerweile dann wirklich so viele Abonnenten sind. Danke. Deswegen auch diese Sonderfolge jetzt hier. Es gibt auch noch was zu gewinnen. Ja, ich habe ja in den letzten Jubiläen oder in den letzten runden Zahlen habe ich ja immer einen Akkuschrauber von der Firma Bosch verlost. Ich habe mir diesmal auch wieder was überlegt. Ich war gestern noch im Baumarkt und habe das eingekauft. Diesmal ist es kein Akkuschrauber. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und ist auf jeden Fall was Größeres. Da steht das. Gutes Stück und genau, das erzähle ich euch gleich. Ich wollte mal so eine Art kleinen Rückblick machen und mal so ein bisschen schauen, was ist ja eigentlich in den letzten Jahren so passiert. Und genau, wenn man jetzt überlegt, womit hat eigentlich alles so richtig angefangen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das das Video zum Kappsägentisch gewesen. Hier sind mal ein paar Ausschnitte davon. Also, ich kann die Säge nach vorne ziehen. Habe hier unten einen Schieber, mit dem ich den Tisch dann einrasten kann. Jetzt lässt er sich auch nicht mehr nach hinten schieben und auch nicht weiter nach vorne. Ist also fest in der Position. Ja, und so kann ich jetzt die Säge komplett nutzen, ohne dass sie irgendwo gegenstößt. Ja, was meine ich damit so richtig angefangen? Denn es gab ja davor auch schon Videos, aber nein, das ist das erste Video, was so richtig für Aufsehen gesorgt hat, was von anderen YouTube-Kollegen auch aufgenommen wurde. Da gab es dann hier die Bastelgarage und Bastelei, die das dann auch ein bisschen in den Videos aufgegriffen haben und über dieses Konzept, was ich da gezeigt habe, so ein bisschen gesprochen haben. Und das
hatte dann natürlich so ein bisschen was losgetreten. Da bin ich dann plötzlich von, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich hatte, es waren nicht besonders viele, dann eben auf, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Abonnenten mal eben gesprungen. Und das Ganze hat das Projekt dann so ein bisschen ja angeschoben, sagt man ja auch. Mittlerweile ist es so, ich muss mal gerade nachgucken, wie viele Aufrufe das Video mittlerweile hat. Ich habe gerade mal mein Handy dazu geholt. Schauen wir mal rein. Also 46.381 Aufrufe. Das ist natürlich schon eine ganze, ganze, ganze Menge. Aber gehört kurioserweise nicht zu den stärksten Videos. Ich habe Videos dabei, die über 100.000 Aufrufe haben. Das ist natürlich auch irre. Und hätte ich mir natürlich noch weniger träumen lassen, dass so viele Menschen mal auf diese Videos draufklicken. Und genau, aber mit dem Kappsägentisch hat damals alles so richtig angefangen. Aber was gab es denn eigentlich noch alles zu sehen? Das ist ja immer mal wieder so, dass hier auch ein paar lustige und verrückte Ideen so zu sehen sind. Und zum Beispiel hier die Geschichte, wenn mein Papa dabei ist, dann wird es immer lustig. Und wir haben mal was aus einer Stichsäge gebaut. Hier mal ein paar Ausschnitte davon. Heute bin ich nicht allein. Ich habe es angekündigt, mein Papa ist dabei. Ich muss ihn ein wenig überreden. Mal schauen, was es wird. Und dann starten die Maschine. Du kannst nicht erzählen, dass irgendeiner intensiv 3-4 Minuten die Behause schüttelt. Das heißt, du möchtest ja mit den Schrauben links und rechts dabei. Verstehst du? Und 4. Eingebaute Schieblehre. Ja. Das sieht nicht nur wild aus. Das ist auch wild. Was du für Ideen kommst, wenn du am Balkon sitzt, ne? Ja, an der Stelle gute Besserung, Papa. Wird Zeit, dass du wieder fit wirst und dass wir hier wieder zusammen in der Werkstatt stehen können, ne? Okay, ja. Eine weitere Sache, die ich immer so gehandhabt habe und die ich immer so beibehalten wollte und will und auch in Zukunft werde, ist, dass ich ganz offen damit umgehe, wenn was nicht funktioniert und wenn was nicht klappt oder die Idee vielleicht doch nicht so gut war. Und ja, da gab es dann auch in den letzten Jahren das ein oder andere Projekt, was dann so ein bisschen schief gegangen ist. Und da haben wir zum Beispiel hier diesen Couchtisch, da waren so ein paar Sachen, da habe ich das Schweißgerät ausgepackt, das hat dann nicht so wirklich funktioniert. Oder den Adventskalender, den ich mal gebaut hatte, wo ich dachte, naja, ich könnte mit Deckeln von PET-Flaschen, diese etwas größeren, so Schächte schaffen, wo man dann Kleinigkeiten reinpacken kann. Dieser Adventskalender wurde nie eingesetzt, sah auch furchtbar aus, war furchtbar schwer und alles, ja, nicht so das Wahre. Habe ich dann auch gesagt, naja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen besser vorgestellt. Aber auch das Thema rund um die staubfreie Kappsäge. Also mittlerweile habe ich ja bei meiner neuen Kappsäge auch einen Schlauch hinten dran. Und das funktioniert echt ganz gut, auch mit der Absaugung, weil die Kappsäge an sich auch ganz gut funktioniert. Aber ich hatte das auch schon mal versucht auf eine andere Art und Weise mit so einem Gehäuse drumherum. Hier sind mal ein paar Ausschnitte davon. Ja, also es funktioniert leider nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Aber auch das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man das hier sieht, dass es eben nicht immer alles klappt und dass man vielleicht für manches auch einen zweiten Anlauf braucht oder noch ein bisschen Übung und. Ja, aber ein Satz ist für mich ganz wichtig. Ich hatte dir mal gesagt, und das ist auch irgendwie mein Motto geworden, aufgeben ist keine Option, dann wird es halt nochmal ausprobiert. Ja. Also, wenn was schief geht, Kopf hoch, geht bei mir genauso was schief und nach vorne gucken. Ja, was auch zu einem festen Bestandteil auf dem Kanal geworden ist, das sind die Restholzprojekte. Auch da ist es so, das erste Video hat über 100.000 Aufrufe. Ich verlinke dir das mal da oben in der Ecke. Und ja, dass da so eine Serie draus entsteht und dass da ein großes Interesse auch daran besteht, das hatte ich zu der Zeit nicht gedacht. Aber mir machen diese kleinen Projekte auch richtig, richtig viel Spaß, weil, naja, man hat das Holz eh rumfliegen. Man braucht nicht vielleicht mehrere Tage für, um was umzusetzen, sondern man kann das in kurzer Zeit dann eben machen und oftmals wirklich mit den Mitteln, die da sind. Und Restholzprojekte für mich auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Geschichte. Wird es auch weiterhin geben. Und ja, hier mal ein kleiner Zusammenschnitt aus dem Best-of der Restholzprojekte. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie viele von diesen kleinen Projekten da wohl zusammengekommen sein werden. Also wenn in jedem Video 3 oder 4 von diesen Mini-Projekten drin ist, und es sind ja da mittlerweile auch schon einige Folgen zusammengekommen, haben wir wahrscheinlich um die
50 Projekte, kann das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht zähle ich die irgendwann mal, vielleicht liste ich auch irgendwann mal auf, aber genau, sind auf jeden Fall einige. Okay, ja, ich habe ja gesagt, zum Schluss möchte ich noch was an euch verlosen. Also bis hierhin hoffe ich, das Video hat dir so ein bisschen gefallen, so ein kleiner Zusammenblick, so ein Rückblick. Wie gesagt, für mich ist es was ganz, ganz, ganz Besonderes. Vielleicht wirst du jetzt sagen, na, ich kenne die Videos doch alle, dann danke. Danke für deine Unterstützung. Vielleicht war jetzt der ein oder andere neuere Zuschauer und Abonnent noch dabei, der gesagt hat, ach guck mal da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Dann schaue ich mich nochmal in den alten Videos um. Also für mich ist das eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich am besten bei euch bedanken kann, außer immer wieder zu sagen, danke, 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 dass ihr da seid. Es macht mir wirklich viel, viel Spaß, dieses ganze Thema. Und hätte ich das vor ein paar Jahren mal gedacht, dass es so weit kommen würde, nee, das hätte ich mir nicht ausmalen können. Aber deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und mein Dank an euch ist eine Kleinigkeit zum Verlosen. Ich habe ja die letzten Jahre immer so einen Bosch Akkuschrauber verlost, weil ich dachte, na komm, die kann man immer gut gebrauchen. Ja, das waren diese 12 Volt, 10 Volt, 12 Volt Geräte, ne? Genau. Ich sagte, die kann man immer gut gebrauchen. Und ja, diesmal habe ich mir gedacht, ja, 15.000, was machen wir da? Einen größeren Schrauber oder soll ich mal was ganz anderes machen? Und dann habe ich mir im Baumarkt, als ich gestern, ich habe das gestern gekauft, stand ich im Baumarkt und dachte so, hey, weißt du was, das wäre doch vielleicht auch mal eine coole Idee. Und zwar eine Handkreissäge der Firma Bosch GKS 190, also Bosch Blau. Und ja, ich denke, das ist ein tolles Maschinchen und da konnte ich nicht dran vorbeilaufen. Habe gedacht, das nehme ich mit für euch. Ja, ich verlose das an euch. Und jetzt muss man ja immer so ein bisschen gucken mit den Spielregeln, dass das auch alles fair abläuft. Also es gibt ja diese Webseiten, wo man dann Kommentare quasi heraussuchen kann. Und ja, also Comment Picker nennt sich die Seite. Und da ist dann so ein Zufallsprinzip und der wählt dann einen Kommentar aus. So, wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann müsstet ihr bitte einmal unter das Video kommentieren mit einem Hashtag. Also ich zeige mal hier unten, blende ich mal ein, wie das aussehen muss. Hashtag Handkreissäge. Dann weiß ich, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Und dann werde ich irgendwie, ja, wie lange lasst es laufen? Bis 2 Wochen? Genau. Ich blende das jetzt hier ein, bis wann das Gewinnspiel geht. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Und bis dahin läuft das dann. Und dann mache ich die Ziehung am Rechner. Ja, und im nächsten Stand der Dinge, das wird dann im Januar sein. Da werde ich dann den Gewinner veröffentlichen und dann tauschen wir uns aus. Ich verschicke das an euch, natürlich auf meine Kosten, ganz klar. Wenn jetzt jemand nicht aus Deutschland kommt, sondern Österreich, Schweiz, wo auch immer, Niederlande, was wir so haben, sind ein paar Leute auch aus dem Ausland dabei, die zuschauen, dann müssen wir uns nochmal kurz schließen, was der Versand kostet. Ich denke aber, das kriegen wir alles hin, das passt schon. Und genau, wer hier in der Nähe wohnt, der darf sich das gerne auch abholen kommen oder aber ich bringe es vorbei. Habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn derjenige nicht so weit weg wohnt, dann würde ich es auch vorbeibringen und ja. Genau, also, das ist für euch. Ich wünsche euch da viel Freude und auch viel Glück dann bei der Verlosung, dass ihr da ja, vielleicht diese neue Handkreissäge bald in eurer Werkstatt benutzen könnt. Und ja, ich habe eben schon gesagt, bei 25.000 Abonnenten, also 20.000 lasse ich vielleicht mal aus oder es gibt nur eine Kleinigkeit, aber bei 25.000 Abonnenten, falls ich dahin komme, dann wird es was Größeres. Ich habe da schon eine Idee. Gucken wir mal. Okay, also, ja, dann war es das jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und ich würde mich freuen, wenn du jetzt am Freitag reinklickst in das Video. Da geht es um die Kinderspieltische fürs Kinderheim. Ich überlege jetzt mal, ob ich vielleicht das ein oder andere so ein bisschen noch nebenher mache, denn ich habe die ein oder andere Anfrage bekommen hier für, ich sag mal, was zu Dekopiersäge erzählen und so ein paar andere Sachen. Mir ist ein Video aufgekommen, auch vor ein paar Jahren habe ich das gemacht, das ist eines der ersten Videos. Da würde ich gerne mal ein Update zu machen zum Werkzeugtalk. Muss Werkzeug immer teuer sein? Vielleicht interessiert euch das ja auch, wie meine jetzige Sicht ist. Und ja, also ich habe mal ein bisschen was vor und deswegen mache ich an der Stelle jetzt Ende. Jetzt gehe ich zum Schnitt und mache das Ganze fertig. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis die Tage, euer Andreas und tschüss.